Sie hören eine Kostprobe des Sales Up Call, dem Weckruf für Ihren Vertrieb. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Sales Up Call, des Weckrufs für Ihren Vertrieb. Heute bei mir im Studio Peter Brandl. Peter, du bist Keynote Speaker und Management Trainer. Du bist Berufspilot und Fluglehrer. Und das finde ich ja schon mal sehr spannend. Du hast Bücher geschrieben, du bist Sachbuchautor und das Zeitmagazin schreibt über dich, du bist einer der erfahrensten Kommunikationsprofis. Schön, dass du da bist, Peter. Hallo. Fliegen und Verkaufen haben ja so auf den ersten Blick nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun. Insofern stellt sich die Frage, was können denn Verkäufer von Piloten oder der Fliegerei lernen? Auf den ersten Blick hast du recht. Auf den ersten Blick hat es nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun. Auf den zweiten aber schon, weil es geht in beiden um eine Sache, nämlich erfolgreich zu sein. Mhm. Wenn du als Passagier irgendwo hinfliegst, dann möchtest du da gerne heil ankommen. Und die Piloten, kannst du dir vorstellen, ja, möchten das natürlich auch. Ja. In der Fliegerei haben wir eine exzellente Sicherheitsstatistik. Es passiert so gut wie nichts. Und das, dass du so eine Erfolgsstatistik hast, das hat ein paar Gründe. Und von den Gründen wiederum kann man lernen und die aufs normale Business oder eben auf den Verkauf, auf den Vertrieb übertragen. Ganz genau. Ja. Ja, wunderbar. Ich meine, die Überschrift, die wir gewählt haben, ist ja auch schön provokativ. Jetzt genau. Schauen wir mal, wie kriegen wir das hin? Wie kann man tatsächlich als Vertriebsprofi von der Fliegerei lernen? Was sind da die Punkte, die wir rausarbeiten wollen und was können wir den Hörern tatsächlich mitgeben? Na, ich gebe dir mal ein ganz normales Beispiel. Die meisten, auch sehr erfahrene Verkäufer, die ich kenne, die... Ich sage es mal ein bisschen provokativ, die nehmen die Sachen manchmal sehr, sehr leicht. Die fahren zu ihren Kunden, ohne sich wirklich auf den Kunden vorzubereiten. Die sagen, ich habe das Know-how, ich kenne mein Produkt, ich kenne meine Kunden, ich kenne alle möglichen Verkaufstechniken, was soll mir schon passieren? Ja, das ist leider oft der Fall. Ja. Ganz genau. Und deswegen werden sie dann regelmäßig immer mal wieder von irgendwelchen Dingen überrascht, kommen ins Schwimmen und die Projekte scheitern. Natürlich lag das dann nie daran, dass ich nicht vorbereitet war, sondern es lag an den Rahmenbedingungen, es lag an den bösen Kunden, es lag an den bösen Wettbewerber, was. Umgedreht, wenn du in ein Flugzeug steigst, du wirst vor jedem Flug sehen, dass der Kapitän einmal oder einer der beiden Piloten einmal um das Flugzeug drumherum läuft. Der macht seinen Außencheck. Ich persönlich habe bei diesem Außencheck noch nie was gefunden. Ich habe noch nie was gesehen, wo man sagen könnte, okay, das muss jetzt repariert sein. Aber genau das ist der Witz. Ich mache das trotzdem, um mich vorzubereiten. Ich habe meine Checkliste und die arbeite ich ab. Und wir können genauso eine Checkliste zum Beispiel auf den Vertrieb übertragen. Wir können eine Checkliste, mal ganz grob eine Verkäufer-Checkliste machen. Wir können eine Sache machen, wir können die nennen die Flugplanung für Verkäufer. Mhm. Da wäre der erste Punkt auf dieser Checkliste, dass ich mir mal überlege, was sind denn eigentlich meine drei stärksten Argumente? Okay. Ich sammle alle meine Argumente, ich sammle alle, was für mein Produkt, alles, was für meine Dienstleistung spricht. Allerdings dann nehme ich mir nur die drei stärksten raus. Warum die drei stärksten? Die Leute merken sich sowieso nicht mehr. Also es gibt Untersuchungen, Menschen merken sich etwa drei Argumente. Wenn ich jetzt mehr platziere, bloß weil ich mehr weiß oder weil ich mehr sagen möchte oder weil ich glaube, ich muss mehr erklären, wird, wenn ich ein bisschen Pech habe, unser Kunde sich das Schwächste rausnehmen. Und auf dem Ding wird er rumreiten wie ein Wahnsinniger. Mhm. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr Argumente habe, aber ich nehme die drei stärksten raus. Diese drei starken, die arbeite ich wirklich raus, überlege mir auch, was mache ich denn damit. Und dann stelle ich mir noch eine weitere Frage. Nämlich zu jedem dieser Argumente stelle ich mir so eine ganz einfache Frage, kennst du mit Sicherheit, was habe ich davon aus der Sicht des Kunden? Egal, was das Produkt ist, was die Dienstleistung ist, die du dir verkaufst, was habe ich als Kunde davon? Was ist mein Kundennutzen? Okay. Und das muss ich ganz explizit beantworten können. Du kannst einen ganz simplen Versuch machen, geh in ein Restaurant und frag, wenn du reingehst, bevor du dir einen Tisch anbietest, sagst, Entschuldigung, ich würde gerne heute Abend essen, warum sollte ich bei Ihnen essen? Das ist doch eine legitime Frage, finde ich. Die Antwort ist schockierend. Das gleiche kannst du im Autohaus, kannst du im Möbelhaus, kannst du aber bei Business-to-Business, B2B-Produkten genauso machen. Was habe ich davon? Okay, also das ist ja ein interessanter Ansatz, zu sagen, okay, ich überlege mir jetzt mal die drei stärksten Argumente, aber eben aus der Perspektive des Kunden im Sinne von, was hat er davon? Genau. Was ich jetzt nochmal gerne diskutieren würde, ist die Frage Checkliste. Also ich persönlich bin großer Fan von Checklisten. Mhm. Werden wir vielleicht im Laufe des Gesprächs auch nochmal darauf zurückkommen, was ich da schon damit veranstaltet habe. Jetzt ist meine Erfahrung, wenn ich mit Verkäufern rede, dass die sagen, nee. Ah, bitte. Ich kann doch nicht mit einer Checkliste zum Kunden gehen. Dann glaubt der ja, ich bin ein Roboter.
dann glaubt der, ja, ich bin überhaupt nicht vorbereitet und ich lese das alles vom Papier ab. Wenn Ihnen das gefallen hat, können Sie die komplette Ausgabe herunterladen unter www.salesupcall.de.